Hallo und herzlich willkommen hier beim Pferdetalk aus dem Reiterstübchen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und um auch heute wieder mitzubekommen, über was wir hier diskutieren wollen. Jedes Mal sprechen wir über ein spannendes Thema aus der Reiter- und Pferdewelt. Und da wird natürlich ganz kontrovers diskutiert. Mein Name ist Christina Sehr und ich darf das Ganze für euch moderieren. Und zwar mit meinem Kollegen Michael Geithner. Danke, Christina. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf diese Runde. Wird sehr spannend, weil wir haben nämlich verschiedene Betrachtungsweisen, wie man ein Pferd ausbildet. Und ich möchte mal erstmal beginnen mit allgemeiner Vorstellung, obwohl es bei den Pferdeprofis ja eigentlich erübrigt schon fast, aber Katja Schnabel, ja eben Pferdeprofi, aber hat auch Pferdewissenschaft studiert in Wien und ist Pferdeosteopathin und Pferdephysiotherapeutin, also vom Fach, ja. Besamungswart, das haben wir vorher nicht geklärt, ja. Dann bildest du auch Lehrlinge aus, ja, und kommst ursprünglich aus der Dressur und bist jetzt so ein bisschen beim Horsemanship gelandet. Ja, und wie wir alle wissen, in der Sendung, du beschäftigst dich jetzt mal überwiegend oder mit schwierigen Pferden. Ja, und Thema Pferdeprofis, da geht es auch schon weiter mit dem nächsten in der Runde, Bernd Hacke. Schön, dass auch du hier dabei bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auch. Und noch ein paar Worte über dich. Du lebst in Bayern und arbeitest dort auf der 7P Ranch. Ja. Und du warst eigentlich erst sehr turnierorientiert unterwegs, hast auch in den USA viel gelernt von deinem Handwerk, hast dich aber dann entschieden, nein, ich möchte gar nicht mehr zu den großen Shows, ich möchte die Pferde nicht mehr showen, sondern ich möchte mich speziell auf Horsemanship und auf Problempferde und die Ausbildung von Freizeitpferden konzentrieren. Das heißt, da liegt jetzt mittlerweile dein Fokus. Viele Menschen kennen natürlich aus der Sendung Pferdeprofis deine Arbeit, speziell auch mit Problempferden. Also schön, dass auch du heute deinen Teil beiträgst. Ich freue mich. Ja, dann haben wir noch die Jana Ebinger. Sehr interessant. Du hast Informationsdesign studiert, ja, und bist seit 2012 eine, ich denke, ich spreche richtig aus, TOP-Trainerin oder Top-Trainerin? Okay, Top-Trainerin der Tierakademie. Oder du bist zu dem Konzept gekommen, weil du ein schwieriges Pferd hattest, einen Wallach, der auf Druck schlecht reagiert hat. Ja? Und dann bist du zu der positiven Verstärkung gekommen und hast da, was ich sehr interessant fand, in deiner Vita mit Hühnern gearbeitet. Ja? Und eigentlich, wenn ich Hühner und Arbeiten mit Menschen, dann denke ich immer an Rocky, an den Film. Ja? Weil da hat ja der Demsein-Trainer gesagt, wenn du einen Hund fangen kannst, dann erwischst du jeden. Da sind wir gespannt, ja. Auf deine Sicht zu den Dingen, da freue ich mich schon. Genau. Wer einen Huhn trainieren kann, der kann auch alle anderen Tiere trainieren. Also von dem her. Ja, wir merken schon, wir haben verschiedenste Ausbildungskonzepte hier repräsentiert am Tisch. Und dazu gehört natürlich auch noch ein weiteres und das wird repräsentiert von Alexandra Schmid, hier zu meiner Linken. Hallo. Alexandra, seit 2007 widmest du dich schon der Ausbildung nach Michael Geithner und hast auch zusammen mit Michael seine Trainingsmethoden weiterentwickelt. Und dieses Wissen, das du hast rund um Themen wie die Dualaktivierung, das gibst du auch weiter in Trainings, in Fortbildungen und Lehrgängen. Und ja, du arbeitest ganz, ganz viel mit den klassischen Dualgassen, die sicherlich viele kennen, die schon mal mit Michael Geithner in Berührung gekommen sind. Und da geht es um das Körpergefühl, um die Balance, um die Koordination und sowohl was Pferd als auch was den Reiter betrifft. Und du lebst und arbeitest im Allgäu. Richtig. Schön, dass du dabei bist. Danke, ich freue mich sehr. Ja, jetzt haben wir alle unsere Gäste schon einmal kennengelernt. Wir wissen jetzt, mit wem wir hier am Tisch sitzen. Aber dann wollen wir natürlich auch direkt ins Thema einsteigen. Wie schon erläutert, geht es heute um verschiedenste Ausbildungskonzepte. Und da stellt sich natürlich direkt mal als erste Frage für mich, wie finde ich denn eigentlich den richtigen Ausbildungsweg für mich und mein Pferd? Und da schaue ich jetzt einfach mal direkt die Katja an, so als Pferdeprofi. Beantworte du das doch mal. Wenn ich ein Pferd habe und ich suche noch nach dem richtigen Weg, wie finde ich diesen Weg denn? Das ist schwer, aber auch leicht. Im Prinzip gibt es ein Ausbildungsweg. Pferde müssen einfach verstehen, mit Druck umzugehen und mit unserer Art und Weise. Dann kommt aber der Mensch dazu. Und wie findet also ein Pferdebesitzer seine Trainingsmethode oder Hilfe für sein Pferd? Da spielt ja vorrangig erstmal das Menschliche was eine große Rolle. Ne? Also sprich, welchen Trainer finde ich nett, finde ich gut? Das spielt immer als erstes eine Rolle bei den Menschen. Und dann schauen die halt, was gibt es so. Wen finde ich nett, wer erzählt schön, diese Methode schaue ich mir an. Und daher ist es so unglaublich, gibt es halt so viele Trainer,
zum Glück, weil die Leute sich auf diese vielen Trainer verteilen. Es kann ja nicht nur zwei Trainer geben in Deutschland oder drei Methoden und einen Trainer. Würde man ja alle gar nicht unter einen Hut kriegen. Aber aufgrund der Masse der Menschen, der verschiedenen Charaktere, ist es dann möglich, dass jeder irgendwie so seinen Trainer findet, ne? Ja, und welche Methode ich natürlich dann schön finde, das ist immer super individuell. Was will ich machen? Wo will ich hin? Welchen Ansatz verstehe ich? Möchte ich nachmachen? Und das, also man kann das gar nicht sagen, was ist genau, die Methode ist genau für dich. Da muss jeder sich durchwursteln. Ne? Jetzt hast du gerade schon so im Nebensatz gesagt, die Pferde müssen lernen, mit Druck umzugehen. Da horche ich natürlich direkt auf und könnte eigentlich schon wahrscheinlich das erste Feuer legen. Denn wir haben hier auch eine Repräsentantin des ganzen Themas positive Verstärkung. Und die Frage würde ich gern deswegen direkt mal an dich geben, Jana. Müssen Pferde denn lernen, mit Druck umzugehen oder siehst du das komplett anders? Ich würde erstmal die Gegenfrage stellen, was heißt Druck? Weil Druck kann ja einfach nur ein Gefühl sein. Druck kann aber halt auch aggressiv werden irgendwann. Und von dem her würde ich sagen, müssen sie es schon ein Stück weit lernen. Vor allem sehe ich es immer so, dass ein Pferd, was ich ausgebildet habe, möchte ich, dass es auch irgendwie im Alltag bestehen kann. Und dann kann ich die Hilfen fünfmal anders aufbauen, komplett ohne Druck, ohne das Pferd überhaupt zu berühren, kann ich es vorwärts schicken zum Beispiel. Aber was weiß ich, dann breche ich mir das Bein, komme ins Krankenhaus und irgendjemand anderes reitet mein Pferd, macht einmal die Schenkel zu und es hängt an der Hallendecke. Das möchte ich ja auch nicht. Das heißt, das würde ich schon auch in mein Training mit einbauen, Druck. Aber ich würde halt nicht den Druck steigern, sondern versuchen, einen anderen Weg zu finden, um es dem Pferd begreiflich zu machen, welches Verhalten ich möchte durch das Signal Druck. Also ich kann Druck einfach als Signal haben, ich kann Druck aber natürlich halt auch als Druckmittel, also als Strafe praktisch haben. Von dem her würde ich sagen, ja, das ist eher neutral zu sehen. Bernd, du hast ja überwiegend dein ganzes Leben lang ja schwierige Pferde, die sogenannten Problempferde. Man sagt zwar im Allgemeinen, die gibt es nicht, aber es gibt natürlich auch Pferde, die sind ein Problem. Da ist nicht nur der Mensch Ding der Schuld. Wie siehst du das mit dem Druck? Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein sehr komplexes Thema, weil es lässt sich nicht verpauschalisieren aus meiner Sicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens sind wir überflutet, zumindest in der heutigen, jetzigen Zeit, mit ein Pferd würde niemals etwas gegen einen Menschen tun, ein Pferd ist immer gut, ein Pferd würde niemals irgendwas falsch machen. Das heißt also, Pferdezucht ist vollkommen sinnlos. Weil wenn Pferde charakterlose, willenlose Wesen wären und nur wir Menschen dafür sorgen, dass die irgendwas machen, dann würde es Pferdezüchten eigentlich gar nicht lohnen. Dann kannst du irgendeinen nehmen und den machst halt so, wie du ihn haben willst. Also die Charakterzüge vom Pferd sind mal das eine. Das nächste ist, es kommt immer darauf an, was hat mein Pferd für einen Einsatzbereich. Weil, darum finde ich jetzt zum Beispiel gut, was Diana gesagt hat, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Diana sagt, nee, Druck lehne ich ab. Weil da hätte ich sofort reingerätscht, aber Diana hat gesagt, Moment mal, was ist überhaupt Druck? Finde ich einen super Einwurf und ich finde es gut, dass du sagst, ein Pferd soll im richtigen Leben klarkommen, weil ich war in den USA an die Rinder, draußen auf die Weiden. Kälber fangen, kastrieren, impfen, brennen, was dort gang und gäbe ist. Und wenn so ein 1,5 Tonnen Brahma-Bulle vor dir steht und sagt, Kollege, ich zeig dir jetzt, was Druck ist, dann brauchst du ein Pferd, das sowohl psychischem Druck standhält, als auch körperlichem Druck standhält. Wenn du die Kauhauspferde anschaust, die mit der Schulter wirklich an Rinder drücken und das Pferd wohin schieben, in Brasilien mit den Gauchos ist ja noch mehr der Hammer, wo wirklich zwei Leute einen Stier einklemmen mit dem Pferd, also wo das Pferd links und das Pferd rechts an dem Stier lehnt und die Pferd wohin bringen. Also ich glaube, man muss das echt differenziert sehen, wofür brauche ich mein Pferd und was muss mein Pferd in seinem Job eigentlich aushalten. Und ich sehe es ein bisschen, um das Ganze abzukürzen, ein bisschen wie mit Kindern. Wir alle wollen, dass unsere Kinder groß werden und möglichst wenig Sorgen haben. Wenn ich aber jetzt einen Fernseher ausmache und die dürfen nichts sehen, keine Nachrichten, wo Sorgen sind, keine Zeitung, wo liegen lassen, weil ihr könnt mitkriegen, dass wir Krise haben. Oh, alles schlimm, alles schlimm. Und irgendwann ist der 15, 16 und kriegt einen Beruf. Und es kommt sein Chef und sagt, ja, Himmelherrschaft, jetzt zieh mal den Kopf aus dem Arsch und mach! Das gibt's doch nicht. Der bricht psychisch zusammen. Der kommt heim weinend und sagt, Mama, du glaubst nicht, was der böse Mann heute zu mir gesagt hat. Was ist denn das für Erwachsene? Der muss sich im Kopf denken, ja, Alter, am Arsch, dann mach ich's halt.
Er muss seinen Job machen, klar, aber er muss mit diesem Druck klarkommen. Und ich glaube, das ist so der Bereich, der lässt sich, glaube ich, in ganz viele verschiedene Faktoren aufschlüsseln. Ja, danke Bernd für deine Ausführungen rund um das Thema Druck, über das wir gerade sprechen. Wir haben natürlich noch jemanden hier am Tisch mit dir, Alexandra. Du repräsentierst ein weiteres Ausbildungskonzept, wie schon erzählt. Wie gehst du denn in den Lehrgängen, die du gibst, in Trainingsstunden mit dem ganzen Thema Druck um? Also ich versuche, die Pferde erstmal zum Zuhören zu bringen, dass die aufmerksam werden und dann wird Druck immer relativ. Je mehr ich Druck auf dem Pferd ausübe, desto eher kommt vielleicht auch mal ein Gegendruck zurück. Und ich versuche die wirklich, wenn du die bei dir hast und die aufmerksam sind, wird der Druck automatisch minimiert. So ist meine Erfahrung einfach. Wenn du natürlich, was weiß ich, einen 6-jährigen pubertierenden Hengst an der Hand hast und der hat ganz andere Sachen im Kopf jetzt wie aufzupassen, bevor ich mich da auf den Kampf einlasse und Druck ausübe, versuche ich die wirklich erstmal zum Zuhören zu bringen und dann kann ich meine Hilfen schon mal minimieren und den Druck auszuüben. Was ein Pferd aber lernen muss, jetzt mal ein anderer Druck, ein Pferd muss immer lernen, im Druck zu weichen, das können die ja nicht von Haus aus machen. Wenn du einen Schenken anlegst und du übst Druck auf, der weiß ja gar nicht, was du möchtest. Das muss man ja erstmal lernen, dieser Oppositionsdruck, der da zurückkommt. Aber ich glaube, das ist, sind zwei komplett verschiedene Sachen. Einmal den Druck, den du auf dem Pferd ausübst und einmal einen Schenkeldruck, in dem du eine Hilfe vermitteln möchtest. Ich habe im Augenwinkel gesehen, dass Jana da hinten ein bisschen unruhig geworden ist. Möchtest du direkt darauf was antworten? Ich wollte nur noch zu dem Druckthema eben sagen, aus meiner Sicht sind es eben zwei Sachen. Das eine ist, Druck anzuwenden, um Verhalten zu bekommen. Und das andere ist Druck, so ein bisschen das, was Bernd vorher angesprochen hat, wo Druck für mich eher ist, dass Ablenkung dazu kommt. Also, dass ich einfach den Schwierigkeitsgrad von der Übung, die ich vorher vielleicht im neutralen Raum geübt habe, dann nochmal erhöhe und dann kann Druck halt auch so aussehen. Ich glaube, Druck definiert einfach jeder anders. Was versteht man eigentlich? Ja. Unter Druck im psychischen Druck, in Druck, was ein Pferd im Alltag aushalten muss, in der Arbeitsweise oder von der Schenkelhilfe, die du ausgibst, sollte man vielleicht, dass das einfach, also Druck kann ja vieles sein. Ich finde, sobald der Mensch ins Spiel kommt, hat das Pferd Druck. Schon wenn wir eigentlich neben dem Pferd stehen, ist es für das Pferd Druck. Druck kennt es aber auch schon aus dem Herdenleben, weil ein Fohlen wird geboren und es wird gedrückt im Sinne von einmal körperlich, Mutti schiebt es rüber, darf ich kurz? Genau, das ist der körperliche Druck, aber natürlich auch schon die Präsenz. Ne? Und so funktioniert ja auch Herdensprache. Und unser menschlicher Druck ist ja nochmal ein anderer. Sobald wir einen Halfter ans Pferd legen, ist es ein Druck. Ne? Also das muss man auch, wie du sagst, so ein bisschen zweiteilen und dann ist es der Ausbildungsdruck. Aber ich würde mit einem 6-jährigen Junghengst, also um eine Aufmerksamkeit zu bekommen vom Tier, brauche ich Druck. Also ich glaube, da muss man irgendwie das nicht schönreden, weil sonst nimmt es uns gar nicht wahr. Was müssen wir machen? Ich würde gerne mal mit dir reden. Entweder macht man es dann über positive Verstärkung, nur über diese Fütterung und Leckerli-Geschichte, oder man klärt das anders, ja. Und der dann halt viel über die Präsenz dominiert und dann kann man erst wieder nachlassen, aber ohne Druck ist hier einfach mal nichts möglich. Nur dann kann man wieder zurückkommen und minimalen Druck ausüben, aber erstmal, damit dich ein Pferd wahrnimmt, musst du so oder so Druck anwenden, da brauche ich nicht reden. Nee, ich rede da grundsätzlich jetzt nicht viel mit dem Pferd, also ich erkläre dem die Welt nicht, aber ich versuche ihre Konzentration wieder zu bekommen. Und da gibt's eben verschiedene Ansätze. Der eine macht mal, hey, hör mir mal zu hier, wo bist denn du eigentlich? Das ist der eine Ausbildungsansatz, dass ich sage, ich hole mir den mal mit dem Ruck am Halfter von mir aus und sag dem mal gleich, Sache, pass mal auf hier. Pass auf ist nie falsch. Aber ich kann das zum Beispiel mir verwenden, jetzt ja diese Dualgassen. Ich muss jetzt einfach mal ins Spiel bringen, dieses Blau-Gelb. Und wenn ich die auch entdeckt, ich hatte es ja auch schon öfters entdeckt, also gehen wir mal von wirklich so pubertierenden Rotzaffen aus, wo wirklich da sein Theater abzieht.
Und wenn ich versuche, den erstmal wirklich das im Schritt zu klären, dass der im Schritt da aufpasst, da muss der laufen und versuche, den ständig bei mir zu halten und habe da persönlich auch schon Erfolge gehabt. Also ich bin nicht die, die am Halfter zieht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mal sage, jetzt ist Schluss. Also das geht nicht ums Tütteln und um Wendiglub, sondern ich habe einfach einen anderen Ansatz, dass ich sage, ich versuche, die Pferde mir in Konzentration zu bringen und habe da auch mit solchen Pferden, wo schwierig sind, ja, oder wo schon auf mich losgegangen sind und wo dann nicht einverstanden damit waren, dass ich die jetzt irgendwo wegschicken will, die besten Erfolge gehabt. Aber ich glaube, das macht es ja aus. Jeder hat seinen anderen Ansatz. Erlaube mir noch die Rückfrage. Ja. Du hast gesagt, ich sage dann schon mal, jetzt ist Schluss. Ja. Ich erlange die Konzentration zurück. Wie machst du das dann? Also ich sage mal, jetzt ist Schluss, wenn ein Pferd zum Beispiel versucht, dich anzugreifen. Der versucht dich jetzt wirklich, du hast einen steigenden 600-Kilo-Wallach vor dir oder eine Stute, die sind meistens ein bisschen kritischer, aber gehen wir mal vom Wallach aus, da kannst du von ausgehen, er droht erstmal. Aber wenn der auf dich losgeht und dann ist Schluss, dann gibt es mal diese Notwehrsituation, wo er durch, da setze ich durchaus auch die Peitsche ein, da geht es mir um meine Sicherheit. Was aber zum Beispiel auch, gehen wir mal nicht vom die Pferde, die eh schon wach sind, weißt du, die sind ja meistens nicht die Schwierigen. Die Schwierigen sind ja eigentlich zum Trainieren, die so ein bisschen sich bitten lassen, vorwärts zu gehen und sagen, ja, also nee, ich bin jetzt Energiespare, ich passe gar nicht mehr auf, ich bin schon alles gewöhnt, mach, was du willst. Und die erstmal in die Konzentration zu bringen, ich finde so einen sechsjährigen Hengst viel einfacher wieder zu konzentrieren, wie einer, wo gelernt hat, dass alles an ihm vorbeigeht, dass er nur die Energie runterfahren muss und der kriegt durchaus auch mal in die Peitsche hinten auf den Arsch. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist und mach den einfach mal wach und sag, pass jetzt auf hier. Schluss mit lustig. Und dann reicht es aber. Ich brauche dann nicht dauernd mit der Peitsche draufhauen und sagen, pass mal auf. Dann ist der wach und dann reicht ein Zungenschnalzen. Dann kann ich meine Signale runterfahren. Aber die Pferde haben ja meistens gelernt, komm Burschi, lauf Burschi, mach Burschi, solche Pferde. Oder sie sind auch nicht gut koordiniert und können einfach nicht laufen, jetzt mal pro Pferd. Aber du musst die ja irgendwie aufmerksam bringen. Und so ein, wo sowieso schon wach ist, den platsche ich natürlich nicht auf den Hintern, weil sonst ist der in München in 3 Sekunden. Okay. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da einfach auch differenziert. Welche Pferde habe ich, an welchem Ausbildungsstand bin ich, was hat er schon erlebt und dann ist halt der Druck super variabel einzusetzen. Ne? Und erstmal muss auch die Basis stimmen, bevor man dann auch, so genau, fein also dann arbeitet. Aber das ist absolut vom Pferde, Ausbildungsstandalter und abhängig. Ja, und von dem, wie willig, also wie schnell bringst du die in die Konzentration? Ich glaube, das ist. Da hätte ich eine Frage an Jana, und zwar, wo sind da die Grenzen? Jetzt stelle ich die Frage mal provokativ, okay? Also, positive Verstärkung, ich arbeite nur mit positiver Verstärkung, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Aber ich habe einmal länger her auf der Messe, eine der ersten, die mit positiver Verstärkung gearbeitet hat, ist von ihrem Hengst auf der Equitana angegriffen worden, ja, und hat dann ihr positives Konzept für dieses Pferd als gescheitert erklärt vor den Leuten. Das fand ich Wahnsinn, also wirklich eine Leistung, sagen, okay, bei dem ist nicht gegangen. Aber wo siehst du die Grenzen? Was? Wann ist mal vorbei, dass du sagst, im Endeffekt, da Schluss mit lustig. Wo ist die Grenze? Ja. Also wenn du jetzt meinst, konkret so eine Situation, also klar, über den Haufen rennen lassen, tue ich mich auch nicht. Ja? Also das ist dann aber für mich die Geschichte irgendwie, das ist dann Notwehr. Ja? Da muss ich dann halt einfach irgendwie ja, die Reißleine ziehen. Aber ich muss einmal kurz durchatmen und dann halt mir überlegen, okay, warum ist denn überhaupt so weit gekommen? Und dann natürlich ein ganzes Stück weiter vorne einsetzen mit meinem Training. Also von dem her, die Grenzen sind eigentlich eher beim Trainer. Also selten irgendwie das Tier, das da die Grenze oder dass das Training begrenzt, sondern halt die Fähigkeiten vom Trainer. Und auch das, was ich haben will. Also gerade so eine Messe ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Und wenn ich ein Pferd habe, was nicht vom Grundtyp, vom Charakter eher, ich sage jetzt mal ein bisschen stoischer ist, dann muss ich natürlich da ganz schön viel Vorbereitung leisten, damit es funktioniert. Aber das hat für mich jetzt tatsächlich mit dem Trainingssystem gar nicht so viel zu tun, sondern mit guter Vorbereitung. Also ich denke, das Pferd hätte auch unter Umständen einem Horsemanship-Trainer um die Ohren fliegen können, wenn er nicht gut vorbereitet hat. Also wenn sein Training vorher
nicht so doll war, dann. Jana, Katja hat gerade so im Nebensatz gesagt, diese Leckerli-Geschichte mit der positiven Verstärkung. Klär du uns doch vielleicht mal auf, wie deine Arbeit da aussieht. Arbeitest du wirklich hauptsächlich mit Fütterung als positive Verstärkung oder wie gehst du denn an so einen neuen Trainingspartner in Form eines Pferdes heran? Also grundsätzlich muss ich halt gucken, was ist ein Verstärker für das Pferd, und das kommt natürlich auf die Situation an. Wenn es gerade passt, kann ich das Pferd auch sich wälzen lassen als Belohnung. Nur muss man natürlich sagen, wenn ich es nach jedem Trainingsschritt sich wälzen lasse oder hier die große Kraul-Session mache, das ist nicht wirklich nicht zielführend dann nachher. Deswegen ist Futter halt das, was am schnellsten funktioniert. Also von dem her, ich arbeite schon sehr viel mit Futter. Aber auch da, das müssen jetzt nicht die Leckerlis aus dem Pferdesporthandel sein, wo das Pony dann nach irgendwie der 10. Einheit so aussieht. Ich zum Beispiel nutze einfach Luzerne-Pellets, die man eben trocken füttern kann. Und arbeite damit. Gibt es da manchmal, tut mir leid, dass ich dir schon die nächste Frage stelle, ich bin neugierig, gibt es da manchmal Fälle, wo du sagst, da kommst du mit dem System positive Verstärkung nicht weiter? Zum Beispiel bei Pferden, die einfach vor dir, bevor sie bei dir waren, schon andere Erfahrungen gemacht haben, wo du sagst, hier funktioniert dieses System nicht? Würde ich so tatsächlich sagen, nicht. Kommt wieder eben drauf an. Also ich muss halt dann einfach ein bisschen weiter unten ansetzen, wenn ich ein Pferd habe, was, keine Ahnung, 10 Meter vor dem Hänger zum Beispiel, also bei Hängertraining ist ja für viele Pferde schon so ein bisschen verbrannte Erde, wenn es da schon die Füße im Boden rammt und sagt, ich gehe hier keinen Schritt weiter, dann muss ich halt tatsächlich gucken, okay, gibt es einen anderen Weg? Also ich kann mal probieren, kann ich schon 20 Meter vorher anfangen und dann wirklich jeden Schritt belohnen, sodass ich vielleicht über die 10-Meter-Marke dann auch drüber komme. Aber wahrscheinlich hat das Pferd schon so viel schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich damit dann so nicht weiterkomme. Und das ist dann, glaube ich, was dann manchmal passiert, dass die Leute dann sagen, jetzt habe ich dem doch schon 10 Leckerchen reingeworfen und jetzt geht er immer noch nicht auf die Rampe. Da muss ich dann einfach gucken, ich würde das zum Beispiel mit Tagetraining machen, das heißt, das Pferd lernt einfach einen Gegenstand anzustupsen und das kann ich ganz schön schon praktisch in der Box beginnen, also irgendwo, wo das Pferd noch entspannt ist, und fange da an und baue dann aber da wirklich richtig Belohnungsgeschichte auf und nehme dann nach und nach Ablenkung dazu, sodass dieses Pferd irgendwann sagt, oh, dieses Target anstupsen, das macht so einen Spaß und das kann ich, egal was passiert. Also auch wenn neben mir irgendwie eine Bombe explodiert, ich stupse dieses Target an. Und dann kann ich es eben auch zum Beispiel fürs Hängertraining nutzen. Aber ich brauche natürlich ein bisschen Vorwissen und ich brauche ein gutes Timing, was ich immer brauche, aber das gehört da halt auch dazu. Deswegen glaube ich, wenn man jetzt einfach anfängt, ja, über positive Verstärkung zu arbeiten, ohne Trainer, ohne Vorwissen, ohne zu wissen, wie Lernen funktioniert, dann kann es genauso scheitern. Aber das ist auch so, wenn ich mir einen Knotenhalfter und einen Stick kaufe und einfach mal auf mein Pferd losgehe, dann geht es im Zweifelsfall auch schief. Also, ja. Bernd, also jetzt hätten Sie jetzt schon 3 Fragen an dich ergeben, ja? Aber ich fange mal an mit der ersten. Und zwar, ich wehre mich persönlich gegen die Aussage, dass pauschal immer der Mensch, das würde ich ja nicht unterstellen, ja, schuld ist. Und ich glaube, es ist immer Sache von, wie viele Pferde hat man gemacht, aber wie siehst du das? Ja? Gibt es Pferde, wo man einfach sagt, zum Beispiel als Trainer, auch mit noch so viel Erfahrung und mit noch so viele Tausende von Pferden, so wie du auch schon gesehen hast, wo du sagst, da kann ich gar nichts machen. Da gibt es aber auch Pferde, die vielleicht von Haus aus nicht so nett sind, ja, wo du sagst, okay, das ist, was sagt da deine Erfahrung? Also erfahrungsgemäß gibt es schon manche Pferde, da kenne ich den Papa, da kenne ich den Opa, da kenne ich die Mama und du kannst von vornherein sagen, das wäre eine Sau. Der braucht eine andere Erziehung. Ja, das wird ein Schwein, genau. Aber der braucht eine andere Erziehung. Grundsätzlich braucht er andere Regeln, strengere Regeln, schnelleres Einwirken und jemand, der sagt, pass auf, Pony, das machen wir nicht. Ich kann dir ein gutes Beispiel sagen. Ich habe ja selber von meinem Fips aus einer bisschen schwierigeren Stute, also linientechnisch, die Flame gezogen, gezüchtet. Und die Flame ist auf die Welt gekommen. Die Flame war 30 Minuten alt, hat uns angegriffen, gebissen, getreten. Die war komplett wie von Sinnen. Das Ding war echt Wahnsinn. Dann hat es angefangen, irgendwann mit einem Jahr, dass Leute auf der Koppel angreift.
Einfach aus dem Blauen heraus, zack, bumm. Ja, die ist bestimmt krank. Oh, die hat bestimmt was. Hinten und vorn. Und da muss man mal nach dem Tumor schauen und was man nicht alles muss. Ich habe mir dann eine Löschdecke mitgenommen und wie sie gekommen ist, habe ich die von die Füße geholt. Mit einer Feuerwehrlöschdecke, warm. Habe ich zweimal gemacht und dann kam sie höflich an und gesagt, okay, wenn ich mich so unhöflich dir nähere, kann sein, dass eine Reaktion kommt, mit der will ich nicht wirklich leben. Und dann war es anders. Und dann hat sie sich verändert, ist gekommen und gesagt, hey, ich würde gern mit dir reden. Und dann bin ich ganz normal. Also ich reagiere so, wie die Pferde, es heißt immer Menschen oder Pferde spiegeln den Menschen wieder. Ich sage, wenn mein Pferd so auf mich zukommt, kann sie in den Spiegel schauen. Und dann kommt auch eine Reaktion, die sie da reinwirft, ganz klar. Und kann ich da noch ein Beispiel sagen zu diesem Pferd? Ich habe die zu Hofackers auf die Mühlental-Ranch gestellt, in eine große Herde. Da war die dann wirklich auch ein paar Jahre lang, ist super klarkommen drin, hat auch ihre Streitereien gehabt, hat dort gelernt, Verantwortung zu übernehmen, war erst in der Jungpferdeherde mit einem Aufpasser, hat dann die Aufpasserrolle übernommen, hat auch gelernt, sich unterzuordnen. Irgendwann war die dann echt okay und ich habe die heimgeholt. Habe angefangen, die anzureiten und dann haben wir den Mustang gekriegt für den, also die Sky, für Aachen, für den Mustang Makeover. Die kam aus USA, sehr ranghohes Pferd, die ist schon im Stall gestanden, sehr mager, aber gesagt, pass auf, ihr könnt mir gar nichts. Ich gesagt, weißt du was, die schmeiße ich mit der Flame zusammen, weil die zwei sollen sie kennenlernen. Dann habe ich erst, wie man es halt macht, boxen, also langsam angewöhnen. Dann waren die zwei Tage zusammen und irgendwann kam die Flame auf die Idee, dass sie sagt, geh weg von meinem Heu. Und dann habe ich mir gedacht, der Mustang bringt die um. Die hat sie ganz ruhig umdreht und dann ist eine Salve abgefeuert worden. Die hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Die Kleine hat quietscht, ist umgefallen, ist gerannt, im Eck gestanden. Die hat gar nicht mehr gewusst, wohin. Wir sind alle gerannt, weil man dachte, boah, leck. Und irgendwann ist die so in der Ecke gestanden, weit aufgerissene Augen. Der Mustang hat sie umgedreht, hat sich die Lippen gelegt und gesagt, wenn du das jetzt überlebst, dann können wir wieder reden. Und von da ab waren die zwei super Kumpels. Der Mustang, wenn man mit dem Ohr zuckt hat, ist die ganz weich. Da war nicht Hektik oder so. Und wow, der kommt wieder, da war keine Angst. Das war einfach eine Kommunikation. Aber dieser Mustang hat ganz klar gemacht, mir ist vollkommen egal, ob es dich gibt oder nicht. Du tanzt nach meiner Pfeife, ansonsten werde ich das da regeln. Und also das war für mich echt ein eindrückliches Erlebnis. Und aufgrund von dem Erlebnis habe ich meinen Fips mal ein bisschen genauer beobachtet, weil der Fips, der macht ja auch kurze 15 mit den Pferden. Also wenn wir manchmal so Pferde haben, die man... Fips ist ein Pferd, oder? Fips ist mein Ponyhorst. Der okay. Fips hilft mir bei der Korrektur mit schwierigen Pferden, wo ich halt dann wirklich auch an meine Grenzen komme und sage, pass auf, der macht mich nieder in dem Roundpen, da komme ich bestenfalls ins Krankenhaus, vielleicht in die Kiste. Dann springt da der Fips für mich ein und hält halt auch den Kopf hin. Und da kann es schon mal sein, dass der Fips wirklich nüberlangt, beißt den in Hals, drückt den am Boden und sagt, Kollege, machen wir nie wieder. Und dann sagt er, ja, ich mach's nie wieder. Und ich vergleiche so ein kleines bisschen wie Rangeleien zwischen Kindern. Zwar andere Rangelei, aber die fangen an, ein bisschen hin und her, dann raufen die. Irgendwann ist einer am Boden, der andere hält ihn fest und sagt, gell du! Und dann weiß er, okay, mit dem werde ich nicht fertig. Und dann gibt der eine nach und der andere nicht. Ist ein ganz krasses Beispiel, kommt aber aus der Praxis und ist nicht Druck, den ich ausübe, sondern das sind Pferde. Das ist Beobachtungsgabe, wo ich einfach diesen Pferden zuschaue. Und solche Beispiele kann ich dir einige nennen, wo du da echt denkst, mein lieber Schüler. Das heißt, du auch was, kann ich kurz? Ja, natürlich. Passt perfekt, habe ich ganz selten erzählt. Gene Coy in Amerika, South Dakota, ganz großer und einer der besten Züchter, hat einen zweijährigen Hengst gehabt, der sehr, sehr ungemütlich war. Und dann habe ich ihn gefragt, was er mit ihm jetzt macht, trainingstechnisch. Dann sagt er zu mir, I show you, he will learn. Dann tut er den in so eine Art Koppel, würden wir sagen. Da war so ein Hügel und der läuft mit Geschrei über den Hügel. Dann war es kurz ruhig, auf einmal haben wir Getrampel gehört. Es sind zwei Stuten hinter dem her, und zwar ältere Stuten, die nicht mehr aufgenommen haben. Er hat der Gene mir das gezeigt, wie erst fliegt so ein junger Hengst über den Hügel drüber, dann die zwei Stuten hinterher. These are the teachers of this horse. Der hat, ich habe noch nie gesehen, wie ein Pferd, ein Hengst so verprügelt worden ist von den beiden Stuten. Und nach zwei Tagen hat er ihn da rausgeholt. Wirklich Tatsache. Wir wollen jetzt nicht sowas propagieren, ja? Aber das hat gepasst jetzt. Und dann war der
ich habe das nicht geglaubt, der war lammfromm. Ja? Also auch die Menschen gegenüber. Der hat so richtig die Schule des Lebens gekriegt, ja? von den Schuten. Ja? Und da ist er frech geworden. Und was ich gesehen habe mit eigenen Augen, Hengste, die fast verhungert werden, ja? in den Stutenherden, ja? Weil die Stuten, die wirklich behandelt haben wie ein Stück Scheiße. Ja? Und da gibt es nichts. Und China, dann haben wir, der China war da, ich war schon lange her, das erste Mal hat jemand erklärt, es gibt keine Männer, die eine Führungsrolle haben in einer Herde, sondern es sind nur die Stuten. Und der muss die dann raustun, wenn die Stuten alle gedeckt sind, dann muss er ihn raustun und dann muss er den erstmal wieder hochfüttern. Weil der darf nicht mal Hafer mitfressen auf der Koppel. Ja. Hat 20 Mädels und da habe ich einen Spießrutenlauf gesehen, wie der Hengst da durch müssen hat, weil da war eine Stute rossig und die Herde hat ihn aber abgeschottet. Dann hat er sich entschlossen, hat durchschnauft und ist reingegangen in die Herde zu dem Mädel rüber und während er durchgegangen ist, haben die anderen verdroschen. Das war hart, das habe ich so noch nie gesehen. Und glaubst du, was können wir gar nicht beobachten hier, weil wir solche Herden gar nicht haben. Aber das heißt, Bernd, wenn wir dich richtig verstanden haben, du machst dir ganz bewusst zunutze, wie Pferde auch in ihrem natürlichen Sozialverhalten im Herdengefüge miteinander umgehen. Du machst dir das zunutze in der Arbeit mit Fips, mit deinem Ponyhorse, aber auch so, wie du selber mit den Pferden umgehst, richtig? Vom Prinzip nein. Ich bin mal gefragt worden, ob ich die Sprache der Pferde spreche beim Interview. Und ich habe gesagt, nein, die ist mir zu brutal. Ganz klar, weil wenn ich die Sprache der Pferde spreche, brauche ich eigentlich nur einen Baseballschläger und ein gutes Durchsetzungsvermögen. Weil dann gehe ich da raus, trisch alles weg, was mir zu nahe kommt und irgendwann spuren die schon. Und das will ich nicht im Training. Ich will ja mein Training anders aufbauen. Ich will ja nicht der sein, der sagt, pass auf, Freunde, zack, bumm. Ich habe ja diesen Satz, dieses Ich, Chef, du nix, wo ich immer wieder mal bei den Pferdeprofis anwende und sage, pass auf, das geht jetzt so nicht. Wer aber genau zuhört, der merkt auch, dass es Situationen gibt, wo mein Pferd vor irgendwas Angst hat. Ich hole mir seine Aufmerksamkeit und sage, komm mal zu mir, Dicker, ich Chef, du nix. Ich regel das. Du bist das Leittier in dem Moment. Genau. Quasi. Ein guter Chef ist immer einer, wo alle kommen können. Und ich glaube, so dieses ganze Druckthema, was mir sehr viel fehlt im Pferdetraining, ist das normal. Und der Mike ist auch mein mehr oder weniger Baujahr. Es sind ein paar Jahre dazwischen, aber hey, Schwamm drüber. Ja, haben wir den Tisch. Aber vom Grundprinzip, es hat zu unserer Zeit das nicht geben, dass so, ich sage jetzt einfach mal frei von der Leber, so hirnvernagelt an ein System gehalten wird und sagt, nein, das macht man nicht, nein, das macht man nicht, das macht man nicht. Das Normal fehlt mir so, wo man einfach Situationen sieht, wo man denkt, Alter, wieso, warum machst du das? Muss das jetzt sein, dass man das so und so löst, wo dann ein Bim-Bam-Borium und dann wird erklärt und neueste Studien haben bewiesen und tralala. Wo ich sage, weißt du was? 5 Minuten Fips und du lernst, dass der Fips sich hinstellt. Und nicht lesen kann. Genau, nicht lesen kann, kurz schaut und der prügelt den nicht. Aber der weicht halt einfach nicht. Da kommt der Jungspund, der greift den an, der Fips steht da, kaut sein Heu und sagt, der kommt mit Schwung. Bin ich gespannt, wann der bremst. Und der Kleine kommt, Ohren angelegt und sagt, geh weg du, ich zerleg dich. Und der Fips sagt, echt? Wie machst du denn das? Ja komm, wirst du sehen, ich beiß da Loch in den Pelz. Wo beißt es denn? Nein. Vorne am Hals! Kannst schon kommen. Sag aber, was frisst denn du da eigentlich? Mein Heu. Kriege ich da auch was? Na, vom Heu bleibst du weg. Aber ich hätte auch gern. Naja, gut, komm, dann darfst du ein bisschen mitschauen. Hey, und ratzfatz, ohne Schlägerei. Die kommen, die steigen vor dem, die machen und tun. Der schaut die einfach an, kaut sein Zeug und sagt: Junger Mann, du hast dein ganzes Leben vor dir. Überleg gut, was der nächste Schritt ist, weil du fasst mich nicht an. Du kannst da spielen, was du willst, aber du fasst mich nicht an. Und mit dieser Größe, ohne dass er denen auch was tut, er bei Schwierigen, die ihn angreifen, da packt er schwarz. Aber der stellt sich da einfach hin und sagt, du nicht. Und das strahlt so eine Größe aus, dass die sagen, ey, der Typ ist cool, der Typ ist super. Und die blicken wirklich zum Fips aus. Also ich bin da, manchmal bin ich echt neidisch. Auf Fips. Weil der Sachen so leicht unter Kontrolle bringt. Ich denke mir immer, wenn ich diese Fähigkeit mit ins Leben nehmen könnte, einfach im Umgang mit Menschen, hey, du gehst irgendwo hin, sagst, hi, ich bin da, und die sagen, was hätten sie denn gern? Ich würde gern das Thema nochmal an dich, Jana, geben. Glaubst du auch, dass es absolut essentiell und notwendig ist, überhaupt zu klären, wer ist da wo in der Rangfolge zwischen dir und deinem Pferd? Bist du da irgendwo Leittier zwischen euch beiden? Oder glaubst du, das ist gar nicht notwendig, das zu definieren? Wie nimmst du eine Dominanz ein oder tust du das überhaupt? Ja, also ich glaube tatsächlich nicht, dass das vonnöten ist.
Ich bin auch echt der Meinung, dass mein Pferd da durchaus unterscheiden kann, dass ich kein Pferd bin und dann muss ich mit ihm auch keine Rangfolge abmachen. Ich versuche es halt eher über den Weg zu klären, dass ich was habe, was das Pferd haben möchte. Und alle Begebenheiten im Training, ja, wenn ich es gut aufbaue, so steuern kann, dass ich da weiter die Zügel in der Hand habe und eben es über Belohnung mache, aber im Prinzip ja das eben trotzdem steuern kann. Also du würdest da widersprechen im Grunde? Ja, ein Stück weit schon. Ein ja. Stück weit. Also klar, Pferde, wenn es darum geht, teilen die schon aus, aber viel ist natürlich auch, was wir beobachten, in eingezäunten Bereichen. Also selbst denke ich mal, das jetzt mit der Herde, was Mike, du vorher erzählt hast, mit dem Jungen oder Hengst, der dann die Stutenherde kam, das zeigt ja natürlich auch, dass eben die in freier Wildbahn eben nicht alle zusammenleben, sondern halt die Jungs dann irgendwann auch wieder weiterziehen und so, genau weil das halt nicht funktioniert dann untereinander. Und wir machen gemischte Herden und zumindest hier im schwäbischen Raum, wo Bauland sehr teuer ist, sperren da auf irgendwie 300 Quadratmeter zig Pferde. Da beobachtet man natürlich dann schon ganz andere Sachen. Deswegen, das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig, das dann als Referenz zu sehen. Und ja, deswegen. Aber darf ich da kurz widersprechen, weil du siehst dieses Verhalten durchaus in die Wildherden. Weil die Junghengste, die sich nicht benehmen, die werden verprügelt, aber wie? Also das ist ganz normal, dass die Erziehung kriegen und je nachdem, was halt für Stuten sind. Logisch, wenn die Herde nicht passt, dann verscheuchen die den. Ja. Aber die schließen sich ja Herden an. Pferde wollen ja nicht dominiert werden, die wollen in Obhut. Das heißt, die wollen wohin, wo jemand wirklich gut aufpasst. Ich persönlich sehe es so, dass ich sage nicht, ich habe was, was mein Pferd haben will, sondern mein Pferd weiß, es gibt nur einen auf dieser Welt, der richtig geil auf den aufpasst. Der hat zwei Daumen und ein Auge. Verstehst? Und das bin ich. Und das ist so mein Ansatz, wo ich sage, ich will nicht irgendwelche Karotten irgendwo haben oder so. Ich gebe meine Pferde auch keine Leckerli. Also Pferde, die bei mir aufwachsen, von Fohlen aus, die wissen, dass ich nichts abgebe. Und ich habe ein Erlebnis gehabt mit einem Jungpferd, das ich großgezogen habe, wo mich jemand angerufen hat im Stall, du musst kommen, dein Pferd geht's nicht gut. Sag ich, was ist denn los? Ja, der Pfleger wollte dir Karotten geben und die nimmt die nicht. Sag ich, ja, die kennt das nicht. Ja, wie? Ja, immer wenn er es in den Mund stecken wollte, hat die so gemacht, bis zu dem Punkt, wo es dann mit dem Vorderhuf gesagt hat, hör auf jetzt und lass das und ja, die muss eine Kolik haben. Und nein, die kennt das halt einfach nicht. Ach so, ja, das ist total untypisch für uns, weil uns fressen die immer auf, wenn wir irgendwas haben. Sag ich, ja, aber das ist halt kein Verhalten, das das Pferd gelernt hat. Das ist einfach ein Verhalten, das wir denen beibringen, dass man da vorne was reinschubst. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele der Leute das nicht machen wegen dem Pferd, sondern für sich selber. Die brauchen das, weil wir Menschen davon ausgehen, mit Füttern belohnen wir. Überleg, Weihnachtsessen, die Belegschaft war gut, Weihnachten gibt man Essen, der Chef zahlt, alles cool. Also ich nicht, meine Leute, es gibt kein Weihnachten, ja, alles gut. Nicht hinhören jetzt. Aber vom Grundprinzip belohnen wir uns mit Essen. Und dieses System gibt es eigentlich bei Pferden nicht. Das sieht mein Haflinger komplett anders. Darum kriegt der keine Leckerlis. Nee, ich bin da fast d'accord mit dir. Ich belohne Ungarn mit Futter. Wenn du das mit bestimmten Pferden machst, zum Beispiel, ich habe einen Freiberger daheim, das ist ein Allesfresser, der Haflinger braucht gar nicht zu lernen, keine Karotte, die haben das in der Genetik irgendwie angelegt, dass die alles fressen, was ihnen vor die Nasen kommt. Den da? Ja, aber ja, die haben bestimmt auch kein Sättigungsgefühl. Nee, was ich sagen will, wenn du dem Leckerli geben würdest, tatsächlich nur mit positiver Verstärkung, der lernt anders, der lernt über Konzentration, hör mir zu, der lernt die kleinsten Hilfen, ohne dass ich groß Druck auf den ausüben muss, sind wir wieder bei Druck. Aber wenn ich dem Leckerli füttern würde, sein ganzes Hirn würde sich in ein Leckerli verwandeln. Der hat die Aufmerksamkeit dann nur noch, was hat die in der Tasche? Und dann muss ich dauernd sagen, nein, lass es. Weißt du, dann muss ich wieder Druck ausüben. Ja. Den, genau, der Freiberger auch. Ich habe einen Araberhengst daheim, dem kannst du Leckerli füttern, bis sie zu den Ohren rauskommt. Das interessiert den gar nicht. Der ist nicht, das ist dem wurscht. Der sagt, nö, muss ich nicht haben. Wie gehst du mit so einem Pferd um, dass du einen Haflinger hast? Du kannst dem ja nichts mehr beibringen. Das geht nicht. Ich freue mich total über solche Pferde, weil es gibt ja auch die anderen, wo du dann mit dem Leckerchen kommen kannst und die gucken sich's an und sagen, oh, ja, hast du noch was anderes? Die sind deutlich, aus meiner Sicht deutlich schwieriger. Die alles fressen, da habe ich es ganz einfach, da brauche ich da schon nicht mal gucken. Aber was ich immer mache, und ich glaube, das ist so der zentrale Punkt bei der positiven Verstärkung, ich mache ein Höflichkeitstraining vorab.
Das heißt, die Pferde lernen die Spielregeln, die lernen zum einen, es gibt keine Selbstbedienung, es gibt auch nichts für komplett ungefragtes Verhalten. Wie machst du das ohne Bestrafung? Mhm. Wie machst du ein Höflichkeitstraining ohne Bestrafung? Ich stelle die hinter eine Absperrung, also Boxentür, Zaun, was auch immer. Im Notfall binde ich sie an, wenn es gar nicht anders geht. Stelle mich so hin, dass sie gar nicht erst zu mir rankommen können. Das heißt, dass sie keinen Fehler machen können. Und belohne sie sofort, wenn sie einmal das richtige Verhalten zeigen, was in dem Fall wäre, vier Füße auf dem Boden, Kopf nach vorne. Und wenn ich das oft genug mache, dann geht es relativ schnell, dass die Pferde das richtige Verhalten zeigen. Aber auch da wieder, es ist eine Frage des Timings. Wenn ich halt ein paar Mal zu spät bin und der Kopf halt schon in Richtung Futtertasche kommt, passiert es, dass da immer mehr kommt. Denke ich, nochmal einen Schritt zurück, bis das Pferd das wieder also richtig macht. Also nein gibt es nicht bei dir, dass du sagst, nein, lass es. Brauche ich hoffentlich nicht. Wenn ich gut trainiere, brauche ich es einfach nicht. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr. Also wir haben ja vorher schon mal gesagt, so zwischendrin, Trainingssystem gehört Narrenhände beschmieren, Tisch und Wände. Also es sollte professionell ausgeführt werden. Aber was ich ganz viel beobachte, so über die Jahre hinweg, es kommt irgendwas auf, ist total der Renner, alle machen es. Und ich sage jetzt einfach mal Beispiel, so dieses, es war damals zu diesem Klicker-Trainingsboom, was ich da Pferd gekriegt habe. Die stehen in der Box und ballern die Bude klein. Der über Stunden mit dem Vorderhof, bam, 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 weil er will, dass einer kommt und steckt dem was rein. Das haben sie ihm einfach anerzogen, wo die Leute irgendwann halt hilflos werden oder schlechtes Timing haben und die Pferde halt ein Durchhaltevermögen haben. Also ich sage mal 30 Minuten mit dem Huf volle Lotte gegen die Frontwand, wo ich sage, hey, häng den raus an Pfosten, der bricht sich das Hufbein, der macht sich irgendwas kaputt. Und es ist ja immer mehr geworden, also es wurde ja immer lauter, irgendwas geht irgendwann zu Bruch. Und ich hänge die halt dann raus an einen Baum oder was auch immer, wo die frei stehen, dann können die von mir aus scharren, machen, was tun. Aber hey, da haben wir Sachen erlebt, wo man dachte, mein lieber Schieber, wie bringt man ein Pferd so blöd? Also total. Bin ich voll bei dir, habe ich auch schon gesehen. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich an diesem, der ballert 30 Mal oder 30 Minuten gegen die Tür, was sie natürlich auch von der Motivation aufbauen können dadurch. Also das ist natürlich, ich glaube, das ist auch ein echtes Problem, was ich eben manchmal sehe, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, was für ein potentes Werkzeug sie da in der Hand haben, wenn sie eine Futtertasche haben. Ne? Und das dann eben komplett in die falsche Richtung läuft. Du meinst, man muss es nur richtig kanalisieren quasi? Ja, und ganz klar die Spielregeln eben einhalten. Also es bringt halt nichts, wenn ich dann einfach für, ach, das... Ja, es hat es aber eigentlich ganz nett gemeint, war halt nicht ganz richtig, aber war ja irgendwie ganz süß, dann trotzdem noch Futter reinschiebt, weil da muss ich mir halt dessen bewusst sein, dass alles, was ich verstärke, davon kriege ich halt mehr. Und wenn es halt nur so drei Viertels richtig war, Pferd hatte zwar den Kopf geradeaus, aber gerade irgendwie den Fuß in der Luft und ich schiebe dafür eine Karotte rein, dann kriege ich halt im Zweifelsfall mehr Fuß in der Luft und irgendwann habe ich den halt im Gesicht und das möchte ich dann nicht so gerne. Jetzt haben wir heute schon mehrfach. Darf ich kurz aus der Praxis erzählen noch einmal? Ja. Oder wollen wir ein Themawechsel vor? Erzähl Nein. doch. Von Füßen im Gesicht. Genau. Mhm. Ich bin ja auch totaler Fan von realer oder reeller Arbeit. Das muss alles nicht über Leckerli laufen, weil das dann verschwimmt, weil es nicht echt ist. Aber ich habe auch zwei Fälle schon für die Pferdeprofis bearbeitet. Da hat mir das Klickern halt enorm geholfen. Das war nämlich ein Pferd, welches halt super Angst hatte vor Menschen. Extreme Angst. Der ist durch Wände, Zäune, alles. Der Erik damals. Und das hat mir halt geholfen, dass ich schneller Zugang zu diesem Tier bekommen habe. Und ich habe das also als Trainingsmittel einfach dazu genommen. Das ist jetzt nicht die komplette Basis für dieses Pferd gewesen, sondern ich habe da dieses Zuhören bekommen, weil wenn die aus Angstmotiven dir nicht zuhören, dann hast du keine Chance. Es ist lebensgefährlich, ja. Und das hat mir das enorm geholfen. Und wie du sagst, ich finde das auch total toll, wenn man das benutzt, aber man muss sich damit auskennen. Also einmal habe ich das geschafft, dass der halt anzufassen ist, dass das Halftern geht. Der hat solche panische Angst gehabt, dass er dann einfach überklickert und das Halfter rein führt. Also diese ganze Basis. Und dann konnte ich wieder normal mit ihm arbeiten. Ein weiteres Beispiel war aus der letzten Staffel die Marie. Die hatte enorme Angst vor Traktoren. Und da hat mir auch das Klickern geholfen und die Besitzerin, die führt das jetzt weiter. Und immer wenn sie also geritten an Traktoren und an schlimme große Fahrzeuge kommt, klickert sie von oben und das Pferd ist wieder da. Und dazu gehört aber natürlich noch mehr Vorarbeit. Wir haben
viel an der Basis gearbeitet, ohne Klickern. Aber dieser letzte Schritt, wo sie sagt, okay, hier passiert mir wirklich nichts. Wir haben alles positiv vorher gestellt, den Traktor, die Autos. Und jetzt ist es ein wirklich gutes Mittel für die Besitzerin, da unfallfrei durchzukommen, weil das Pferd dann bei ihr ist und sie anschaut. Und es gibt, wenn man es nämlich richtig macht, wie du sagst, dass die Pferde lernen, wann sie ihr Futter bekommen, ist es eine tolle Sache und bei ängstlichen Pferden. Einfach zur Hilfe. Das kann ich nur ganz kurz noch reingrätschen, weil Traktorfall hatten wir auch noch damals, der Palicciano-Pony, der wirklich auch komplett Baller war. Wir haben es genau andersrum gelöst. Ich habe ihm erklärt, wenn so ein Ding kommt und ich mache, ha, ksch, ksch, dann haut es ab. Und wir haben wie mit einem Cutting-Pferd den drauf trainiert, dass der diese Traktoren halt schubsen kann. Und irgendwann steht dieser Traktor vor mir, Palicciano-Pony am losen Zügel, Pause, und es setzt dieser Nachkühler an. Riesengroßer John Deere und es macht und der fängt an zu pfeifen und der Palicciano springt vorwärts und beißt in den Kühlergrill. Der hat gesagt, wir zwei sind eine Weltmacht, wir machen das Ding platt. Ich habe ihn natürlich gelobt und gedacht, boah, geil, wie gut kann es laufen. Ne? Genial, ja. Wo der Fahrer natürlich nicht so begeistert war. Aber vom Grundprinzip, das, also ich persönlich, wir zwei sind eine Weltmacht und wir müssen dazu nicht essen, sondern ich erkläre ihm, es kann dir nichts passieren. Im Gegenteil, wir machen Sachen kaputt. Wir können ernsthaft Schaden anrichten, wenn wir zwei wollen. Ich denke, man braucht vielleicht manchmal auch ein bisschen für jedes Pferd eine individuelle Lösung und einen Lösungsansatz. Ich habe auch so ein Pferd daheim mit anderthalben Fohlen, wo sich kein Halfter drauf machen lässt und über Wände springt, wenn ein Mensch in die Box betritt. Ganz klar. Und wenn ich der Futter gebe, dann kaut die schon mal. Und dass sie sich beruhigt und vor allem dieses Klickern, was du beschrieben hast, fand ich ganz spannend. Mir geht es gar nicht ums Klickern. Mir geht es darum, dass die nicht in ein Stresslevel kommt und dann kann die nämlich nicht mehr denken. Dann ist die in der Red Zone, dann ist die so, oh Gott, ein Traktor kommt und da hol die mal wieder runter, weil das ist gefährlich. Und wenn du der dann ein Leckerli in den Mund stopfst oder in Klicker machst oder irgendwas, hol die da raus, soweit es nur geht. Wenn nicht, geh aus dem Weg. Aber das sind so die Feinheiten. Jedes Pferd, denke ich, braucht manchmal einen anderen Lösungsansatz. Du musst ein bisschen kreativ werden bei manchen Pferden. Da nutzt 0815 nichts. Aber nur positive Verstärkung ist einfach nicht mein Ding. Ich habe gerne auch meinen Kindern, die kriegen, ich schlage meine Kinder nicht. Ich mache meinen Kindern nichts. Aber die wissen, was Ja und Nein heißt. Und ich denke, für mich ist der Erziehungsansatz bei Pferden wie bei Kindern einfacher, wenn ich auch ein Nein dazu verwende. Das hat ja nichts mit Böse zu tun oder mit Lernansätzen. Das hat auch nichts damit zu tun, sie kriegen, ach so, so soll ich es nicht machen. Okay, wie soll ich es denn dann machen? Zeig mir es und dann kann ich sie wieder loben dafür. Negative Verstärkung zum Beispiel heißt ja auch nicht negativ. Das heißt ja nicht, dass das generell böse ist. Das heißt ja nur mal in Druck anwenden, das Pferd weicht und dann kann ich es loben. Ich würde ganz gern noch einmal das Verstärkungsthema ruhen lassen. Wir haben jetzt schon gemerkt, verschiedene Wege führen nach oben. Es tut mir sehr leid, Bernd. Aber wir haben schon gemerkt, dank eurer Anekdoten, es kann verschiedene Lösungswege geben und es ist sehr individuell, je nach Pferd. Nun stelle ich mir aber die Frage, du Bernd hast zum Beispiel vorhin gesagt, du wünschst dir mehr Normalität, mehr Normal. Aber wenn wir mal an den klassischen durchschnittlichen Pferdebesitzer denken, dann ist das kein top ausgebildeter Profi, sondern das sind oft Menschen, die orientierungslos sind und die noch nach dem richtigen Weg suchen. Ist es denn richtig, mir jetzt einfach von verschiedensten Trainern und aus verschiedenen Konzepten quasi das Gelbe vom Ei herauszusuchen? Oder kann es auch sinnvoll sein, mich einem Konzept zu verschreiben und zu sagen, das ist jetzt der Weg, den ich gehe? Ich glaube, mir persönlich ist auch gar nicht klar, wie kann denn dieses Normal aussehen? Grundsätzlich aus meiner Sicht. Ich kann ja immer nur meine Sichtweise darlegen, weil ich ja nicht mich in andere Leute hineinversetze und sage, okay, lass uns das mal wirklich durchforsten, wie dieser Mensch denkt. Aus meiner Sicht haben wir ein großes Problem, dass Menschen Vorbilder zuschauen. Ich nehme jetzt mal irgendeinen, ja, ich nehme keinen Namen, ist egal, aber in der Dressur. Ich sage jetzt einfach mal, ein großer Dressurreiter und der muss gar nicht grob sein oder so, aber der schwebt über diesen Dressurplatz und dann piaffiert er und dann macht er einen Wechsel und da steht jemand, der hat noch nie was mit Pferd zu tun gehabt und sagt, das will ich machen. So, jetzt tigert er los, kauft sich ein Warmblut mit 6 Meter Stockmaß,
ist selber 1,20 Meter groß und stellt fest, Mensch, das Ding hat aber schon Schwung. Und dann geht die Angst los. Ui, au, oh, mein, puh, Mensch, ja, hm, dieses Ziel, ich wollte ja mal piaffieren, das rückt in den Hintergrund, eigentlich will er jetzt nur noch überleben. Mehr will er eigentlich schon gar nicht mehr. Das Pferd sagt, oh, Opfer, cool. Und dann schubst er den quer durch den Stall. So, ich glaube, man sollte in erster Linie mal klar machen, an welcher Stelle stehe ich. Also ich bin Anfänger, ich habe noch nie was mit Pferden zu tun gehabt, würde gern reiten. Unterricht wäre nicht schlecht, Reitbeteiligung wäre nicht schlecht. Es gibt so viel Pferd, die stehen 23 Stunden einfach nur rum. Die wären so froh, wenn einer kommt, der muss nicht reiten können. Aber wenn dem einer erklärt, schau, so legt man Häufter an, schau her, so putzt man die Hufe aus, so wird büstelt, das mag er nicht. Und dann stellt der fest, ah, meine Reitbeteiligung ist 6 Meter groß, na, glaube ich, ist nichts für mich. Aber in der Nachbarbox, da steht ein Norweger. Die Frau frage ich mal, oh, das ist mein Größ. Meist der nicht, der hat auch nicht so viel Feuer. Der Araber, der ist auch nicht meins, weil der war, gar nicht so meins. Und so findet er erstmal, ohne dass er selbst ein Pferd besitzt, einen Weg heraus, wo er sagt, ja, ich glaube, das ist für mich die richtige Rasse, das richtige Pferd, was auch immer. Das nächste ist dann, dass er natürlich irgendwann ein eigenes Pferd will. Und dann muss er sich ehrlich die Frage stellen, was will ich? Bin ich mehr auf einem Dressurviereck und möchte wirklich Grand Prix reiten und machen und tun. Die nächsten, was weiß ich, 30 Jahre von meinem Leben widme ich dem Ziel, dass ich einfach schön schwebend auf einer Piafta unterwegs bin. Oder möchte ich hauptsächlich ins Gelände reiten? Und dann trennt sich nämlich schon wieder die Spreu vom Weizen. Weil bei mir zumindest war es damals so, als ich noch Ausbildung gesucht habe. Ich bin ja mit 14, ich habe ein Buch gehabt, FN, richtig reiten. Das habe ich auf der Couch durchtrainiert, Knieschluss, tralala, wie man das macht, aber vorgestellt, wie man reitet, und dann bin ich auf mein Pony. Juppieiei. Also, wenn meine Kinder sowas machen würden, ich wäre sofort, na, Kinder, fahrt's lieber Motocross, ist sicherer. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, okay, ich brauche Hilfe. Was will ich denn? Und ich persönlich habe dann gesagt, gut, was will ich? Ich will im Gelände reiten, ich will zuverlässig von A nach B kommen. Ich hätte gern, dass mein Pony zuverlässig wird, dass er mich auf den verlassen kann. Wo finde ich das? Und dann habe ich so geschaut. Und dann fand ich ganz viele Dressurreiter, die eigentlich Angst gehabt haben vor ihrem Pferd, die unterwegs waren. Dann habe ich Springreiter gefunden. Die waren dann eher die andere, zack, Ruck ins Maul, dann steht der Gaul. So, bam. Ich dachte, nein, ist auch nicht meins. Und dann haben wir gedacht, Mensch, Cowboys arbeiten doch mit ihren Pferden an Rinder. Die galoppieren volle Lotte, was die Möhre geht. Hinter einem Rind her, fangen das mit einem Lasso ein, bremsen das auf Null, dann verlässt er sein Pferd, rennt zu dem Rind und das Pony sagt, ja, mach du deinen Job, ich halte das Seil auf Spannung, alles cool. Boah, cool, okay, ist mal Western. Dann habe ich so geschaut, Mensch, die Spanier, die sind auch richtig unterwegs, gehen Stierkampf, kann man jetzt halten davon, was man will, ich bin kein Stierkampf-Fan, aber die Kontrolle dieser Pferde ist schon krass. Und zwar Pferde, die kannst du auch volle Lotte wohin galoppieren, machst einen Zügellose, der steht. Und dann habe ich so im Bekanntenkreis mal diese, wie man halt so schön sagt, klassische Fraktion angeschaut. Die galoppieren über Stoppelfeld und dann haben sie Schwierigkeiten, weil dann geht der seitwärts, rückwärts, steigt, macht, hängt im Gebiss so, brrr, brrr, so dieses typische brrr, brrr, ja, also die Tauben kommen. Und da haben wir gedacht, nein, das ist überhaupt nicht meine Richtung, gar nicht. Und habe mir dann Leute gesucht, Freizeitreiter, die halt eher in der Westernrichtung unterwegs waren, muss man sagen. Ey, und das war das, was wir Sachen gemacht haben. Volle Lotte, vorwärts, Marsch, zack, bumm, und die Pferde waren zuverlässig. Da ist keiner. Ich habe ständig gehört, ich habe mein Pferd ist mal durchgegangen. Ich habe gar nicht gewusst, wie er durchgehen geht. Weil ich dachte, ja, wenn es ihr ausreizt, ihr seid halt schon flott unterwegs. Ja, dann reiten wir halt langsamer. Ja, könnt ihr langsamer reiten? Ja, wenn du Schiss hast, natürlich können wir langsamer reiten. Macht keinen so, Spaß, aber okay. Können wir. Wie haben sie gedacht, wir sitzen grundsätzlich auf durchgehenden Pferden. Wir sind halt schnell unterwegs gewesen. Aber es war immer Kontrolle da. Also für das Publikum da draußen möchte ich mal kurz erwähnen, dass ich Dressurreiterin bin. Ich kriege hier also ganz schön mein Fett weg an der Stelle. Danke an der Stelle. Aber ich möchte die Frage, die ich gerade an dich gerichtet habe, an der Stelle nochmal an dich stellen, Katja. Denn du verbindest ja, ja Ansätze aus dem Horsemanship und Bodenarbeit, aber auch mit klassischer Dressurarbeit. Würdest du sagen, es reicht gar nicht, wenn man sich einem Ausbildungskonzept verschreibt, sondern man muss sich das Beste aus allen Welten heraussuchen? Teils, teils. Also bei vielen, wo alles funktioniert, die gucken umsonst eigentlich so viel rum. Die wollen ihrem Pferd Abwechslung bieten, kommen dann aber so ein bisschen in die Bredouille, dass sie zu viel vermischen.
Und eigentlich, wie geht es so schön, never change the running system. Und wenn ich an dem Punkt bin, Mann, dann genießt doch einfach, macht ein bisschen Spielerei meinetwegen nebenher, aber was funktioniert, einfach nicht ändern, ne? Weil das ist ja so alles so vielschichtig. Aber natürlich kann ich mich erstmal durchsuchen und viele Methoden ausprobieren. So habe ich auch meinen Weg gefunden, weil ich vieles mixe, mir anschaue und das, was am Ende für jedes Pferd funktioniert, ist dann bewährt. Aber ich mit meinem einen Pferd, ich sollte mir schon einfach eine Sache raussuchen, die mir gefällt. Erstmal Disziplin. Also welche Disziplin möchte ich mit meinem Pferd machen? Was möchte ich überhaupt machen? Und dann mir da einfach einen Ausbilder raussuchen und einfach mal durcharbeiten, das Prinzip. Weil die guten Trainer, die haben ja ihr Konzept. Die wissen genau, wo sie bei A anfangen und wo wir enden wollen. Und diese Zwischenschritte, die fehlen ja ganz oft, wenn man nur auf Manöver aus ist oder auf schön strampeln. Und deswegen sage ich immer, zuverlässige Freizeitpferde wollen wir haben. Und da lohnt es sich halt, Disziplin zu vermischen. Ja? Das ist genial, wie die Arbeitspferde funktionieren. Andere sagen, oh Gott, wie schlimm, wenn wir von Funktionieren sprechen. Aber am Ende ist es das, was du halt auch gerade beschreibst, das Durchgehen. Wenn die so einfach ihr Ding machen, weil sie gar nicht wissen oder weil sie gar nicht so mit Menschen so connected sind oder auch einfach so ein bisschen ausführen, was wir sagen, dann ist es schade drum. Und trotzdem kann ich eine nette Dressur reiten oder meinen Pony nett am Zügel haben. Idealerweise auf dem Gebisslosen. Also ich mixe schon viel, aber am Ende soll es sicher sein. Und da muss man unbedingt auch mal über den Tellerrand so schauen zu anderen Dingen und dann ja am Ende, was einem gefällt, das dann machen und einfach dabei bleiben. Weil selbst eine Methode ist so vielseitig, dass man da das einfach auch mal ausnutzen sollte und aber nicht immer zu früh tauschen. Da sind wir wieder bei dem Normal. Aus meiner Sicht. Weißt du, dass ich nicht sage, verbissen, ich gehe jetzt nur noch die Richtung, jetzt wird alles Mist. Ja, trotzdem, ich mache da weiter, sondern ich wechsle halt ab. Und ich sage immer, ich glaube, wenn jedes Pferd eine Basis hat, wo man am Halfter, von mir aus ein Knotenhalfter oder Steuerhalfter, ist mir egal, am Halfter Führstrick auf einer Seite, Schritt, Trab, Galopp, anhalten, rückwärts richten, seitwärts gehen kann, dann kann entscheidend, ich springe reiten, Cutting reiten, ja, Reining reiten, also scheißegal. Grundanziehung, ja, einfach. Genau, ganz genau. Und zwar so, dass ich nicht Angst habe, ich komme ums Leben, mein Pferd. Oder Höflichkeitstraining, wie sondern, wir gelernt haben. Ja. Ja, dass es einfach ein Normal gibt. Mike, hast du noch Fragen, die dir auf der Seele brennen? Du warst so lange still. Das sind wir gar nicht so recht von dir. Sehr diszipliniert. Also, das möchte ich nochmal aufgreifen von dir, Bernd, normal, weil wir müssen ja auch sagen, wir haben ja jetzt in der neueren Zeit, lassen wir mal die letzten 30 Jahre, hat das Pferd eigentlich gar keine so richtige Aufgabe mehr. Außer meinem Sport, dass jemand sagt, ich will gewinnen, ja. Aber wenn man mal denkt, wird keine Kultur, nämlich die deutsche, wenn man vor den Ersten Weltkrieg geht, so gewissenhaft Pferde ausgebildet haben wie wir. Und wenn man mit so alten Leuten, die da kundig sind, wie zum Beispiel meinen Mentor Eberhard Weiß redet, mit dem redet, da merkt man, der trifft dann so Aussagen, die sind ja schon gar nicht mehr zeitgemäß. Sie müssen ihr Pferd so ausbilden, wie ihr Pferd das möchte, weil sonst kommen sie nicht weiter. Das war ja so zu unserer Zeit gar nicht denkbar. Da muss er durch, der muss das machen. Jetzt kommen auch andere Bewegungen, aber dass man sagt im Endeffekt, die Leute müssen, glaube ich, erst mal wissen, was sie überhaupt wollen dann vom Pferd. Und jetzt waren wir nicht bei der Basic, wir haben Pferde erzogen, wir haben sie positiv, negativ verstärkt, wir haben darüber geredet, wie die in der Herde umgehen, aber das ist ja wirklich die unterste Basis, dass bis es weitergeht dann, dass man an dem Körper arbeiten. Also was wir jetzt schon die zwei Tage in den ganzen Talks gesehen haben, wir müssen uns unbedingt wieder treffen. Total gerne. Wir sollten eine WG gründen. So eine Pferdetalk-WG. Ja. Also ist die Frage, die dir auf der Seele brennt, die, ob wir uns alle nochmal wiedersehen dürfen. Ganz genau, das wollte ich sagen. Aber ich wollte es ein bisschen verlängern, dass ich auch was gesagt habe. Ich werde hier ja nach Sprechzeit bezahlt. Und jetzt haben wir aber gedacht, um Gottes Willen, ich kann die Pizza gar nicht zahlen, wenn ich nichts mache. Also ich habe noch eine letzte Frage durchaus. Gerne. Und die würde ich ganz gerne nochmal an diese beiden Damen hier richten, an Alexandra und auch an dich, Jana. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es durchaus vielen Reiterinnen und Reitern schwerfällt, bei einer Disziplin zu bleiben und dass es da eine Orientierungslosigkeit gibt. Vielleicht erstmal an dich, Jana. Wie erlebst du das? Kommen zu dir oft Menschen, die schon viel probiert haben und die da gar nicht mehr weiter wissen? Und glaubst du, es wäre wichtig, den Menschen mal wieder klarere Leitlinien an die Hand zu geben für ihr Ausbildungskonzept?
Erste Frage, ja, kommen viele, die dann aber ab und zu an den gleichen Sachen scheitern, an denen sie vorher gescheitert sind, nämlich vor allem Konsequenz. Also da ist einfach egal, welches Trainingssystem ich habe, ich halt nicht konsequent bin, dann funktioniert es nirgends wirklich gut. Den zweiten Teil der Frage habe ich vergessen. Einfach, ob du denkst, dass es wichtig wäre, den Menschen klarere Leitlinien an die Hand zu geben. Denkst du, die Leute sind aufgrund der Masse von Ausbildungsmöglichkeiten, die mittlerweile propagiert werden, vielleicht überfordert? Ja, wahrscheinlich sind sie das ein Stück weit, aber letztlich muss man sich halt bei jeder Methode, die man sich aussucht, einfach ein bisschen ja auch einlesen und angucken und was machen andere, was gibt es da schon an Trainern und Leuten, die das anwenden, was sagt zum einen mein Bauchgefühl dafür, also wenn ich das angucke, und zum anderen auch, wo will ich hin mit meinem Pferd? Also es macht für mich schon einen Unterschied, ob ich mit dem jetzt Turniererfolge haben will oder ob das ein nettes Freizeitpferd ist, was kleinere Aufgaben hat. Mhm. Ja. Dankeschön. Das muss ich überlegen. Alexandra, du hast das letzte Wort. Wie nimmst du das denn wahr, gerade wenn du Lehrgänge gibst, wenn du Unterricht gibst? Ist da eine große Verwirrung der Menschen? Und wenn ja, wie fängst du die auf? Ich finde, oft fehlt einfach die Basis. Die meisten meiner Kunden, die kaufen sich ein Pferd. Die sind als Kind, also ich habe so die klassische, ich reite schon 10 Jahre, 20 Jahre, was weiß ich, habe ein Pferd, kam gut klar mit dem. Oder sie kaufen sich ein Pferd, da fehlt die Basis. Die wissen, die haben kein Bild im Kopf, was sie mit ihrem Pferd überhaupt machen sollen. Also ich möchte nur gechillt ausreiten, mal eine Runde. Und das, die sehen nicht, dass ein Pferd zum Beispiel die komplette Koordination fällt, die Tragemuskulatur, auf sowas gucken die. Und das ist meine Basis. Ich gucke erst mal, bevor ich zu, ich habe früher auch Problempferde gehabt, aber was ich das neue Problem finde, wie ich die auffange, die müssen erstmal ein Bild im Kopf haben, wie sie ihr Pferd zum Laufen kriegen, einfach weil ein gut koordiniertes Pferd ist auch oft ein sicheres Pferd. Das darf man nicht vergessen. Wenn die ihre Füße da verwechseln und keine Balance haben und dann sitzt dann noch, Entschuldigung, Mutti drauf, wo auch keine Balance hat oben und die bringt den so ein bisschen aus der Balance, wie soll aus denen mal ein sicheres Paar werden? Die müssen alle beide ein bisschen mehr zum Beispiel, und das ist eigentlich, sehe ich, meine Aufgabe, dass ich die Pferde so gymnastiziere, dass die da erstmal sicher werden, dass die Menschen lernen, die Aufmerksamkeit des Pferdes, wirklich bin ich wieder bei der Aufmerksamkeit, auf sich zu holen, dass die Pferde, hört sich blöd an, lesen lernen. Wenn ich das innere Ohr habe, dann habe ich die Aufmerksamkeit zum Pferd. Wenn es die Ohren zur Halle streckt, dann habe ich die Aufmerksamkeit nicht mehr. Das sind Grundsatzdinge, wo viele nicht bewusst sind einfach. Bevor ich mich für irgendeine Richtung entscheide, muss ich erstmal die Basis geklärt werden, die ist, was will ich, was für ein Bild muss ich, also vom Pferd, was möchte ich denn haben, wie muss es denn laufen, wie muss es denn aussehen und was möchte ich damit machen, aber die meisten haben noch nicht mal das im Kopf. Erst mal die Basis wieder vermitteln und hol sie da ab, wo sie hinwollen. Ich habe auch schon Dressurreiter, wenn wir bei den Dressurreitern sind, gehabt, natürlich, die haben dann spezifische Probleme. Oh, mein Pferd schwankt in der Einerwechsel. Oh, es kommt nicht so richtig aus der Schulter raus, kann ich auch bedienen. Aber das ist nicht die Basis. Okay. Die Basis geht anders. Darf ich da eine kurze Frage stellen in die Runde? Ganz kurz. Ja, weil aus meiner Sicht, wie seht ihr das? Es wird immer moderner. Eben weil es so viele Trainer gibt und so viele Systeme und du musst das machen, na, du musst das machen, na, geht die Richtung. Es werden die Fragen immer mehr, kannst du mir einen kurzen Trick verraten wie ich? Nein, kann er da nicht, aber ich kann da sinnvolles Training an die Hand geben. Ja. Die Leute kommen immer weniger, wie du sagst, Muskulatur, tragende Muskulatur, was braucht mein Pferd eigentlich? Ja, ich bin ja nur Freizeitreiter, ich weiß sowas ja nicht. Ja, schäm dich. Dann informier dich und mach da mal klar, worauf du sitzt. Genau. Was war deine Frage? Seht ihr das auch so? An uns alle. Ob alle das auch so sehen, dass das vor allem jetzt in der modernen Zeit immer mehr wird, dass man einfach nur Tricks sucht und wirklich Pferdetraining. Danny the Pill. Das ist eigentlich so ein Social Media Ding, 5 Tipps gegen. Ja. Also einhelliges Ja? Ja. Ja. Und das ist der falsche Ansatz. Also, ja. 5-mal Ja, Bernd, du bist weiter. Ja! Wie eine Runde. Entschuldigung, Epigenetik wird ja oft als, oder Dualaktivierung als Abkürzung benutzt. Das ist keine Abkürzung ums Pferd irgendwie, das ist die Grundausbildung. Die Pferde lernen, auf einer Kurve zu laufen, auf Hufschlagfiguren vielleicht
Haben Sie das da schon mal gehört? Und die sind halt sichtbar gemacht, das macht es einfacher. Aber diese Grundausbildung, ich finde, um die kommt keiner drum rum. Der Irrglaube, mit dem Pferd am langen Zügel 2 Stunden ins Gelände reiten zu können, mit was ein Pferd sonst nicht trainiert ist. Ich meine, das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Sache. Aber genau das fehlt. Aber das ist ein schönes Schlusswort an dieser Stelle, die Basisarbeit. Oh. Und beim nächsten Mal darfst du auch mal moderieren, denn du hast es geschafft, dass alle hier sich einig waren, jetzt gerade eben, als du diese eine Frage gestellt hast. Der große Verbinder. Dafür sei dir gedankt, ja, der Diplomat unter uns. Ja. Aber ich glaube, auch generell haben wir gemerkt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, denn alle Ausbilderinnen und Ausbilder arbeiten natürlich mit dem Lebewesen Pferd, möchten, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd funktioniert. Aber ich danke euch trotzdem, dass ihr uns eure unterschiedlichen Herangehensweisen gezeigt habt und dass wir so offen darüber diskutieren konnten. Und ich glaube, wir alle waren uns auch einig darin, dass es ganz oft an der Basisarbeit scheitert und dass da mehr Arbeit und auch sinnvolle Gedanken investiert werden müssen, um die Pferde zu lesen, so wie du es so schön gesagt hast. Danke, ich fasse nicht mehr zusammen, hat Christina gemacht. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Ja, war ein schöner Talk. Wie gesagt, das schreit förmlich nach Wiederholung. Ja. Wir haben ganz viele Themen, wo wir diskutieren können. Und gerade in dem, jetzt kommen wir dann zur nächsten Stufe. Ja. Jetzt haben wir die Pferde dann so erzogen. Jetzt reibt man sie dann. Ja. Und ja, dann. Mehr kann man nicht sagen. Es war einfach toll. Haben viel gelacht und sehr gute Stimmung. Danke. Mhm.